Grandios. Ja, Whisky und Cola gehören ja auch nicht, ist auch, sind ja auch nicht zum Mischen da, ne? Whisky ist generell nicht zum Mischen da. Zumindest nicht der, der ein bisschen was kostet. Ja, Hallo. da gilt die Hallo, Grundregel: meine Wer guten Schülerin. Whisky mit Cola mischt, wird erstmal rausgeschmissen. Eine Tageskarte. Ach, dieses gelb-blaue Haus, was die Farben von Ikea geklaut hat, soll ein Kaufland darstellen. Ah. Einmal normal. Grandios. Kommt hin. Grandios. Das ist echt eine bestechend gute Karte. Wenn du aufnehmen würdest, hätte ich ja mal gesagt, pack mal Hashtag gute Karte mit in die Videobeschreibung. Ja, das mit den Gelenken, dass die sich drehen, das ist gefixt. Nein. Sehen wir Ich bin schon hier. wieder zu früh. Wurde das hier mal getestet? Wir halten hier mal großzügigen Sicherheitsabstand, meine Damen und Herren. Zu diesem Objekt. Jetzt haben wir nämlich gleich einen Nachläufer von oben in der Fresse. Wenn man kurz mitteilen möchte, dass das Rechtsabbiegen eine gefährliche Rechtskurve ist, ne? Ja. Da macht man da ein Schild, Achtung, gefährliche Kurve nach rechts, und macht da drunter einen Pfeil, Nach für gilt, links. wenn man rechts abbiegt. Bestimmt richtig so. Die Straße dahinter hat übrigens keine gefährliche Rechtskurve, sondern eine Linkskurve. Ich zeig dir das mal kurz. Ja, das hier kannst du ja irgendwann in der Aufnahme ansehen. Wieso, Das. was hast du denn da? Ja, ich habe hier ein rotierendes Gelenk. Also Ja, nicht das ich kennen wir selber, ja aber schon. vor mir steht gerade eins. Mega beruhigend und so. Kurz vorm Audi Max. Ja, das kennen wir ja schon. Grandios. Also solche Schilder habe ich in echt noch nie gesehen. Und das wohl liegt. Oh, das Gelenk hat sich wieder gefangen. Oh, das Gelenk wobbelt wieder. Oh, das Gelenk schwebt. Nee, das haben wir gefixt. Ihr Motivationsvolumen für diesen Monat ist aufgebraucht. Sie arbeiten jetzt im Beamtenmodus. Finde ich gut. Ja, Spotify. Du hast beim Lied ein Leerzeichen vergessen. Ich kann dir das richtige Lied also nicht anzeigen. YouTube, du hast Song Guy Guitar angegeben. Hier ist das Lied, das du gesucht hast. Was wir bei der Spotify-Suchfunktion verhunzt haben, das weiß ich bis heute noch nicht. Hallo. War sehr sicher, das Auto fährt einfach mal durch den Fußgänger durch, der da gerade über die Straße geht. Das ist natürlich ein grandioses Verkehrsbeschilderung, die da am Werkeln ist. Ja. 10 out of 10 would do again. So, der ist hier aber mal, ne? Wir ignorieren auch mal, dass man da hinten gekonnt an der Straße vorbeigucken kann. Das ist auf der Karte ja Gott sei Dank wirklich selten. Ja. Habe ich hier neulich gelesen, man sollte sich morgens vor den Spiegel stellen und grinsen, um besser in den Tag zu starten.
Hab jetzt einen kaputten Spiegel. Ich konnte diese gute Launefresse nicht ertragen. Ja, das klingt nach meinem Morgen. S-Bahn hoch. Lass ich durchgehen. Guten Tag. Oh, was man hier bei dem Fahrplan alles machen kann. Kurz einkaufen gehen. Ja. Weltreise. Mach dir noch ein Hörbuch an. Nee, wir fahren ja kein Formel 1. Mies van der Ruhrstraße. Oh nein, ich fahre auf einen Backdorf zu. Aber ich muss kurz vorher noch links abbiegen. Wahrscheinlich kurz vorher wirklich so einen Meter. Ja. Kommt hin. Man kennt das Spielchen, ja. Ach, da ist auch ein Backdrop. Also du musst in die Richtung fahren, wo kein Backdrop ist. Eigentlich ganz einfach. Das gilt auch für jede. Ich weiß gar nicht, warum es Hilfspfeile gibt. Schönen guten Hallo. Tag. Hallo. Kommen Sie rein. Hallo. Hier gibt's keine Kekse. Aber dafür haben sie einen netten Busfahrer. Ah ne, dann müsstest du bei Tobi einsteigen. Verdammt, verwechselt. Kann schon mal passieren. Hast du dich gerade mit einem netten Busfahrer verwechselt? Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Steig ein, du Fotzenkopf! Das klingt eher nach dir. Ja, wo ich jetzt wieder angehakt bin, ich hab doch keinen. In deinem passend zu deinem Gemütszustand gerade. Ach ja, der ist so. Hätten sie halt besser gespielt, hätten sie halt gewonnen, ne? Ach so. Haben sie aber deswegen nicht, also. Deswegen hast du schlechte Laune? Ne, schlechte Laune habe ich ja generell gerade nicht. Ich bin halt nur erkältet. Ach so. Dass Dortmund aus dem Pokal rausfliegt, kann mir ehrlich gesagt herzlich egal sein. Ah, ne? Hallo. Man haben wir nicht gegen sowas wie Heidenheim verloren. Ne? An dieser Stelle Grüße nach Leverkusen. Echt? Ja, die haben heute gegen Heidenheim verloren. Nachdem sie am Wochenende sensationell gegen Bayern gewonnen haben. Ja, womit wir jetzt klar festhalten können, Heidenheim wird deutscher Meister. Zumindest der Herzen. Die Halifaxstraße. Naja, das Ansagenpack, das hätte man auch mal. Also, da hätte man auch mal vom Realen abweichen können und einfach gute Ansagen einfügen können. Oder wenigstens optional beilegen. Ja, im Ruhrgebiet hätte man es andersrum machen sollen. Man hätte lieber die originalen Ansagen als diese scheiß Computerstimme nehmen sollen. Das ist völlig korrekt. Na, ah, es leckt, es leckt, es leckt. Ah, gut. Stehst ja an der Haltestelle, kommt direkt vor dir, es war ein Auto vorbeigerast, fährt in dich rein und fährt einfach weiter. Ja, Konsequenz ist halt wichtig, ne? Guten Tag. Ja. Ich finde aber auch, ich habe sehr perfekt angehalten. Definitiv. Kann ich nicht beurteilen, aber wirst du gemacht haben. Als ob du jemals Scheiße anhalten würdest, also bitte. Ja. Ich habe nochmal nachgeguckt an diesem Bahnübergang. Hier stehen denn echt keine Schilder 10 fahren. Da stehen nur diese Tafeln mit der 1 drauf, die man eigentlich aus dem Schienenverkehr kennt.
Weil dort nur der Bus mit 10 km/h drüber fahren soll und nicht die Autos. Ja, das würde ja bedeuten, dass man da etwas händisch implementieren muss, was das Spiel einem nicht so vorgibt. Ja doch, die Tafeln hat er doch schon von seiner Straßenbahn. Oh ja, ich vergaß, Entschuldigung. Die hätte man da nur hinsetzen müssen. Ich nehme meine Aussage zurück. Die hätte man da nur hinsetzen müssen. Grandiose Karte. Macht immer wieder Spaß, schon allein vom Hören. Hier muss man auch einfach 3 Schilder mit 10 hinstellen, weil das erste reicht natürlich nicht aus. Nee, wo denkst du hin? Ich müsste auch mal den Nachtexpress hier drauf fahren, den bin ich glaube ich im Let's Play auch noch nie gefahren. Auf Aachen. Bin schon wieder eine Minute zu früh. Ich fahre langsamer, als ich hier darf. Ich stehe übrigens gerade nicht auf dem Gaspedal, ne? Also nur falls sich jemand wundert, warum der Bus beschleunigt. Ich habe keine Ahnung. Wo fährt der Scheiße? Nein, der fährt Bus, nicht Scheiße. Know the difference. Warst du schon mal so betrunken, dass du 20 Euro in Zigarettenautomaten gesteckt hast und dich am nächsten Tag gewundert hast, warum du lauter Parktickets, aber keine Zigaretten hast? Nee. Das habe ich tatsächlich noch nicht hinbekommen, auch aus dem einfachen Grund, dass ich selten einen Zigarettenautomaten bediene. Ja, okay, aber die Idee ist doch gut. Die Idee ist grandios. Wahrscheinlich besser ausgegeben das Geld als in Zigaretten. Oder in mehr Alkohol, wenn du schon so besoffen bist, dass du einen Parkautomat für einen Kippenschachtel hältst. Dann ist, glaube ich, weiterer Alkoholkonsum nicht mehr förderlich. Na, generell ist Alkoholkonsum schlecht, Kinders, ne? Also wisst ihr ja. Und Zigarettenkonsum auch. Forkenbeckstraße und Hawk. Wäre sogar einigermaßen pünktlich. Das ist ja hübsch. Ich bin zu früh. Das ist bei dem Fahrplan noch nicht anders möglich. Oder nur mit sehr viel Aufwand und Selbstgeißelung zu erreichen. Man kann 10 Minuten zu spät losfahren. Dann geht's. Oder Autos im Gegenverkehr haben, die mit 10 km/h entgegenkommen. Ebenfalls super. Aber das kann man ja noch nicht besser machen, Tobi. Nicht für 1 Euro pro Linie. Wenn du jetzt denkst, das wäre noch gut ausgeschaltete Linie, wird das Addon ja 80 Euro kosten. Das kauft ja keiner. Der Sanitäterausbildung. Adi, stabile Seitenlage. Danke, Brudi. Sehr gut, sehr gut. Ja. Von welcher Seite beziehst du eigentlich diese ganzen Lebensweisheiten? Tja. Das war gerade eine Instagram-Seite namens Jodelschmodel. Nicht klar. Ich glaube, die ist von Jay ins Leben gerufen worden. Da sagt er ja immer, ne? Jetzt verstehe ich das. Hier kommt im 20...
Minutentakt ein Solaris Urbino auf der 389? Hallo.